She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu MTG Episode Nummer 37 am Dienstag, dem 8.3. vor dem 26. Bundesligaspieltag. Und ja, heute wird sich alles um das Thema Lückenfüller drehen, denn ich habe wirklich in den letzten Wochen relativ viele Kommentare und relativ viele DMs bekommen von wegen, hey Tobi, in meiner Liga ist nichts mehr da, außer halt so das Gerümpel, was halt noch so auf dem Transfermarkt rumfliegt. Aber Freunde, dieses Gerümpel, das kann auch sehr wertvoll sein. Dementsprechend werden wir heute über die besten Lückenfüller reden, einfach über Spieler, die ja höchstwahrscheinlich in den meisten Ligen noch da sein werden oder die ihr wirklich für relativ günstiges Geld von der Konkurrenz bekommen könnt. Einfach generell Lückenfüller, wie der Name schon sagt. Bevor das Ganze losgeht, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Wir haben aktuell immer die 200 Likes auf den MTG-Episoden geknackt. Wenn wir die wieder knacken könnten, würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, heute Lückenfüller, eigentlich immer ein recht beliebtes Video. Von daher lasst mal ein paar Likes da, Freunde. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, zu meinem Team. Kader ist voll, Freunde, dementsprechend wird auch nicht viel getradet, es passiert relativ wenig in der meiner Kader-Dynamik. Ich bin eventuell noch an einem Deal dran mit Jonathan, also Jonty, mal gucken, ob ich da noch was ausgehandelt bekomme. Wahrscheinlich, wenn das Video draußen ist, wird der Deal schon draußen sein, vielleicht poste ich ihn dann auf Insta, so wenn das Video online ist, check gerne mal meine Insta-Story ab, dann poste ich gerne den Deal, den wir dann gemacht haben, wenn er zustande kommt. Und ja, ansonsten hat sich dann soweit erstmal nichts getan. Und ja, das war's eigentlich schon zu meinem Team. Viel mehr gibt's nicht zu erzählen. Von daher gehen wir direkt rüber in die Championship. Nochmal, warum dieses Video, warum die Thematik? Es geht einfach darum, jetzt gerade in den letzten, jetzt sind es nur noch 9 Spieltage, Freunde. In den letzten 9 Spieltagen könnt ihr nochmal richtig gute Punkte gut machen. Klingt vielleicht doof, ist aber wirklich so. Und meistens ist es halt auch so, dass jemand von euch mal einen Davies mitschleppt, einen Goretzka, einen Haaland, was auch immer. Also man braucht ständig irgendwelche Spieler, diese Lücken ausfüllen. Und ich habe extra darauf geachtet, dass keiner dieser Spieler bei 5 Millionen kostet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr günstiges Feld hier. Aber meiner Meinung nach, ich werde auch natürlich jeden Spieler argumentieren, haben oder hat jeder dieser Spieler zumindest etwas gutes Punktepotenzial, liefert euch konstant gute Leistung, was auch immer. Wie gesagt, das werde ich bei den einzelnen Spielern auf jeden Fall nochmal ansprechen. Wir beginnen im Tor. Ach, und ich bin, ich wollte eigentlich komplett ohne Hertha und ohne Fürth bauen. Hat letzten Endes nicht geklappt. Ein Spieler ist dabei. Ja, aber Hertha, Fürth, aktuell halt Mannschaften, vor denen ich auf jeden Fall wegbleiben würde. Und die sind halt generell günstig. Das heißt, ihr könnt da auch zum Beispiel jetzt im Tor ein Schwolo. Ihr könnt super günstig Hertaner und Fürther Spieler holen, wenn ihr die als Lückenfüller nehmen wollt. Aber im Normalfall punkten die jetzt nicht so krass. Dementsprechend habe ich versucht, von der Hertha und von Fürth wegzubleiben. Wir beginnen im Tor mit Florian Müller. Einer von zwei Stuttgarter, denn ich kann mir vorstellen, jetzt nach dem Sieg am Wochenende, dass da so ein bisschen in die Aufwärtsspirale reingeht. Ich habe mir zwei Spieler rausgesucht, die wie gesagt unter 5 Millionen kosten, die aktuell sehr, sehr viel wert sind. Das sind zum einen Florian Müller und gleich noch einen Verteidiger, den ich ansprechen werde. Ja, ist jetzt nicht der allerbeste Torwart, aber es geht ja wirklich darum, Lücken zu füllen. Und jetzt kommt ihr gerade in den Bereich, zum Beispiel, wie ich auch in der Main-Liga gemacht habe. Ihr habt noch ein bisschen Geld über. Es lohnt sich wirklich, einen Torwart-Rotationsspieler einzubauen. Wenn zum Beispiel jetzt mal ein doofes Matchup ist oder so und ihr habt zwei Torhüter, ihr könnt zwischen denen wählen, das ist schon viel wert. Und ihr könnt nochmal kurzfristig auf Verletzungen eingehen. Bei 500k Torhütern tue ich mich immer sauschwer. Ich meine, klar, am Anfang der Saison lohnt sich das deutlich mehr, aber gegen Ende, es kann auch mal sein, dass während der Woche heißt, ja, keine Ahnung, Kobel ist fraglich für das Spiel am Sonntag, gell. Wen stellt ihr jetzt auf? Ich meine, die Situation hatte Felix einmal in der Saison mit Baumann und Pentke, hat sich dann, glaube ich, für Baumann entschieden, Pentke hat gespielt, ist dann einfach ärgerlich so, wisst ihr. Und wenn ihr zwei Torhüter habt, die eigentlich nominell immer Startelf spielen, könnt ihr da viel besser rotieren, rein logisch. Aber die muss man erstmal bekommen, wir sind jetzt aber mittlerweile am Standpunkt angekommen, wo man das sich auf jeden Fall leisten kann. Und wie gesagt, wenn der VfB jetzt langsam anfängt, mehr Spiele zu gewinnen, dann ist Florian Müller echt ein guter und er wird sich da im Tor auf jeden Fall auch auszahlen. Linker Innenverteidiger, ich habe es eben schon angesprochen, ist ein weiterer Stuttgarter, nämlich Ito. Ist auch für mich ein super konstanter, toller Punkter, kostet auch immer noch unter 5 Millionen. Gut, das hier ist jetzt, ich sag mal, nicht proportional für das, was er aktuell punktet. Aber guck mal, jetzt hier gegen Gladbach auch ohne Zuno-Bonus 119 Punkte gemacht, bei Hoffenheim bei einer Niederlage 77 Punkte und das für 4,5 Millionen. Ich denke, da könnt ihr definitiv nichts verkehrt machen. Der ist ein toller Lückenfüller, für unter 5 Millionen würde ich ihn auf jeden Fall eintüten.
zentraler Innenverteidiger ist der gute Magro Pires, heißt der, glaube ich. Magro Pires Ramos. Hat komplett den Stammposten von Pieper abgelaufen, was irgendwie total absurd ist, aber ich meine, Bielefeld muss ja auch ein bisschen perspektivisch planen und Pieper wird ja den Verein im Sommer ja zu nahezu 100% verlassen. Dementsprechend Ramos ist ja als Nachfolger geholt worden für Pieper und macht es aktuell gut und warum sollte man ihn rausnehmen? Und gerade für den Preis 1,1 Millionen, ich meine, es sind jetzt die Challenge-Preise, die werden bei euch nochmal ein kleines bisschen anders sein, aber auf jeden Fall unter 1,5 Millionen macht ihr da überhaupt gar nichts verkehrt. Und Bielefeld hat vielleicht nicht die leichtesten Matchups, trotzdem, so einen kann man sich super easy im Kader halten. Und wenn man Not am Mann ist, ihr kriegt Freitag die Meldung, dass irgendein Spieler von euch ausfällt, kann man den echt toll reinwerfen als Lückenfüller. Dementsprechend muss er auch hier rein. Der dritte Spieler ist der gute Maxi Leitsch. Vom Pokal-Depp zum Bundesliga-Retter, sagen wir es mal so. Generell auch ein solider Punkter, 76er Average, das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Klar, jetzt mit dem Tor, aber generell ein ausgeglichenes, gutes Punktebild, keine überragenden Punkte, aber wie gesagt, es geht hier auch größtenteils darum, gute Lückenfüller zu zeigen, die ihr bekommen könnt, die noch verfügbar sind und das ist eben ein Leitsch auf jeden Fall. Wir kommen zum Mittelfeld, wir spielen es übrigens im 3-4-3. Wir haben den einzigen Fürther, den ich nicht wegpacken konnte, es ist der gute Christiansen, 1,2 Millionen, aber ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon im Video gesagt, das Punktebild ist komplett irre. Also das sind wirklich super Punkte. Hier steht zwar ein 53er Average, aber das liegt viel an diesem Saisonstart hier, wo oftmals auch nur eingewechselt wurde, dementsprechend immer die Niederlagenboni mitgenommen hat. Seitdem, ja ich sag mal, seit dem 1-0-Sieg gegen Union ist das wirklich ein tolles Punktebild. Und für 1,2 Millionen, ey, da könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Wenn ihr den ab und zu mal reinschmeißen könnt, jetzt auch bei einer Niederlage gegen Bochum 57 Punkte gemacht, davor bei einem 1:1 107 Punkte, sogar gegen Bayern 67 Punkte. Also was soll euch da Negatives erwarten? Den kann man wahrscheinlich auch gegen Fürth aufstellen, der macht euch plus 50 Punkte. Und das ist eigentlich so der perfekte Lückenfüller. Weiter geht's mit dem zentralen Mittelfeld. Wir haben zum einen Christian Jakic. Versteh mich nicht falsch. Der ist alles andere als ein guter Punkter, aber er ist Stammspieler bei der Eintracht. Bei Rode wurde jetzt nochmal gesagt, dass er ganz langsam aufgebaut wird. Dementsprechend sollte Jakic eigentlich immer spielen. Und auch wenn das Punktebild hier echt nicht überragend ist, es kommen auch nach Leipzig auch nochmal machbare Gegner. Jetzt kommt Bochum, die sind natürlich eklig zu bespielen, aber theoretisch gesehen machbar. Dann Leipzig, dann Greuther Fürth. Also es kommen auch wieder passable Gegner und für 3,5 Millionen Eintracht-Stammsechser kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn sie wieder die Kurve bekommen. Aber das sollte auf jeden Fall funktionieren. Zentraler Mittelfeldspieler Nummer 2 ist Dominik Kohr. Ist zwar noch gelb-rot gesperrt, aber zumindest eigentlich wäre gegen Dortmund gelb-rot gesperrt werden. Jetzt verzieht sich seine Sperre sozusagen auf das Augsburg-Spiel, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich finde Kohr immer einen sehr, sehr soliden Punkter. Klar, jetzt hier minus 65 tut weh, aber ansonsten eigentlich immer ein relativ ausgeglichenes Punktebild. 2,1 Millionen, auch hier könnt ihr absolut meiner Meinung nach nichts verkehrt machen. Ist für mich auch definitiv im Mainzer Mittelfeld gesetzt. Rechtes Mittelfeld, letzte Mittelfeldposition ist Ruben Vargas. Da haben wir ihn, auch hier 1,2 Millionen, das sind einfach so günstige Spieler. Auch er ist mit alles andere wirklich als ein toller Punkter, aber auch bei Augsburg werden wieder machbare Gegner kommen. Rein theoretisch gesehen kann man sowohl gegen Mainz als auch gegen Stuttgart als auch gegen Wolfsburg mindestens mal ein Törchen machen. Und Vargas ist definitiv einer der gefährlichsten vorne drin, von daher Ruben Vargas gerade für den Preis auf jeden Fall von mir aus eine Empfehlung, auch wenn er wie gesagt nicht der allerbeste Punkter ist. Wir kommen zum Sturm. Haben da zum einen The Man, The Myth, The Legend, Ermedin Demirovic. Ich muss ihn einfach reinnehmen, hat das Tor gegen Leipzig gemacht, hat jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg wieder die Chance, sich zu zeigen. Wenn er da wieder trifft, sollte er fürs erste Mal wieder gesetzt sein. Ich finde, Streich hat da so ein bisschen umdisponiert in seinem spielerischen Ansatz. Jetzt, indem er halt wirklich auf Neuner setzt, anstatt auf Jong oder Höhler vorne drin, mit Pedersen und Demirovic. Und Pedersen ist halt einfach ein Einwechselspieler so. Oder ist besser von der Bank, als er im Spiel ist. Er hat es zwar passabel gemacht in seinen, ich glaube, 2 Startelf-Einsätzen, die er jetzt hatte. Aber Demirovic ist ja auch so ein bisschen der Wunschspieler für die Zukunft im Sturm. Von daher glaube ich, das Tor wird ihn beflügeln, wird ihm nochmal die Chance geben, am Wochenende in der Startelf zu stehen. Und vielleicht kann er sich gegen Wolfsburg zeigen und dann für die nächsten Wochen für auch hier 3,5 Millionen ein absoluter Stil sein. Zentraler Stürmer, jetzt ein bisschen kontrovers. Was heißt kontrovers? Ich habe ja eine Begründung dafür. Es ist Choupo-Moting, Deaden. Wenn man sich das mal anguckt, der Dude hat einen 56er Average, hat noch nie Startelf gespielt, hat 733 Punkte. Ich meine,
wir wissen alle, dass 56er Average nichts Geiles ist, aber er wurde noch nie in die Startelf gepackt, hat aber ab und zu auch schon mal von der Bank getroffen. Und es geht jetzt ja wirklich darum, in Ligen, in denen nichts mehr da ist, können auch solche Spieler mal interessant sein. Sagen wir mal jetzt mal, ihr seid Haaland-Besitzer und ihr habt die ganze Zeit keinen Ersatz gehabt und Choupo kommt auf den Markt, ihr nehmt den einfach mit und es heißt am Wochenende, ja, Haaland wird für das Wochenende noch nicht fit. Dann ist es ja deutlich besser, einen Choupo-Moting aufzustellen als einen Haaland. Ich meine, klar, das ist jetzt sehr, sehr obvious, weil er immer nach seinen Einwechslungen auch den Siegbonus im Normalfall abgreift, aber gibt auch noch andere Spieler, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Yanni Serra als Beispiel. Ich meine, Choupo hat jetzt 733 Punkte. Vergleichen wir das mal mit Yanni Serra und 0 Startelf-Einsätze. Yanni Serra hat 10 Startelf-Einsätze und hat 575 Punkte und einen 30er Average. Also macht es ja rein punktemäßig mehr Sinn, dauerhaft einen Choupo-Moting aufzustellen, obwohl ihr wisst, dass er nie in der Startelf stehen wird. Ja, macht einfach Sinn. Es ist gar kein so schlechter Pick, ist mir letztens aufgefallen und kann ich euch nur ans Herz legen. Vor allem, jetzt kommen noch mal englische Wochen ohne Ende. Das heißt, Choupo wird auch mit Sicherheit nicht in der Startelf stehen, aber des Öfteren mal eingewechselt werden. Und ja, im allerbesten Case, in Anführungszeichen, verletzt sich Lewandowski, da klopft sogar ich dreimal auf Holz hier als Levi-Besitzer und dann habt ihr hier einen absoluten Megastil. Aber selbst als Einwechselspieler ist der besser als die meisten Stürmer des unteren Tabellensegments. Wir kommen noch zum letzten Stürmer. Es ist der gute Bartosz Białek. Ja, reiner Gamble, Freunde. Wirklich reiner Gamble. Aber letztes Spiel in der Startelf gestanden, hat es nicht verkehrt gemacht. Könnte er so ein bisschen der Long-Term-Vejos-Replacement sein. Von daher, ja, nehme ich ihn einfach mal hier mit rein. Er kostet ja noch nichts. Er kostet noch unter 1 Million. Wird jetzt ganz gut steigen. Aber kann man sich auf jeden Fall als Gamble mal mit reinnehmen. Wenn er irgendwann Startelf spielt oder konstant Startelf spielt auf der 9, dann ist er auf jeden Fall ein absoluter Stil für die restliche Saison. Und das sind meine perfekten Lückenfüller, meine Lückenfüller-Startelf für die restliche Saison. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure besten Lückenfüller in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Und ja, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann am Donnerstag zur Bundesliga-Preview. Wie gesagt, Überraschung wartet auf euch, freut euch drauf. Wir sehen uns dann am Donnerstag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?